In der Finsterwalder Kulturweberei wurde am 16. März die Städtepartnerschaft zwischen Finsterwalde und Salaspils vertraglich bestätigt. Nach einer musikalischen Darbietung, vorgetragen von Jette Gensch, begrüßte Stadtverordnetenvorsteher Andreas Hohlfeld die Anwesenden aus beiden Städten. Seit knapp 20 Jahren werden freundschaftliche Kontakte gepflegt, die nun auch schriftlich besiegelt werden sollen. Ich wünsche Ihnen und uns einen wunderbaren Abend im Zeichen der Freundschaft zwischen Salaspils und Finsterwalde, zwischen Lettland und Deutschland. Dankeschön. Dear guests, I wish you all a wonderful evening in the symbol of our friendship between Salaspils and Finsterwalde, between Latvia and Germany. Für die Botschaft der Republik Lettland überbrachte der Gesandte Kristaps Misāns Grußworte. Etwa 50 Städtepartnerschaften bestehen zwischen Deutschland und Lettland. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind so intensiv wie noch nie. Nach den Grußworten hatten die Finsterwalder Sänger ihren Auftritt. Heute beendet Corona sie nicht vollziehen ließ. Der Zeitverzug hat auch etwas Gutes, weil dieses Haus nun erst fertig ist. Der Vertragsabschluss wird gleich besiegelt, für beide Städte ein Schritt nach vorn. Es gilt die Freundschaft stabil zu halten, in heutigen Zeiten kommt das gut an. Wir sind die Sänger von Finsterwalde, wir leben und sterben für den Gesang. Messia datei nur Finsterwaldes, was jetzt nus davam und Kritames. Dass wir die Sänger sind, das weiß ein jedes Kind, wir leben und sterben für den Gesang. Du hast jedermes, du hast ihn erkannt am Vers, ja, siehst du Stavam und Kritames. Anschließend führte Jonas Galin durch eine Gesprächsrunde mit Bürgermeister Gampe, seinem lettischen Amtskollegen Raivis Anspaks und Vertretern beider Stadtverwaltungen. Die sportlichen und kulturellen Begegnungen zwischen den Menschen beider Städte sind durch große Herzlichkeit geprägt und sollen endlich mit der Vertragsunterzeichnung intensiviert werden. Ich kann mich noch wunderbar an den Auftritt unseres Frauenchors in Salaspils, aber auch direkt in Riga erinnern. Das war sehr emotional, wo die Frauen dort ein lettisches Lied gesungen haben, die unsere vier Sänger haben unterstützt ein Stück weit. Und das war wunderschön zu sehen, wie die Menschen dort aufgestanden haben oder aufgestanden sind und mitgesungen haben. Das war sehr schön. Und genau dieses besondere Lied präsentierte der Finsterwalder Frauenchor. Es spiegelt den ungebrochenen Lebensmut und die lebensfrohe Zuversicht des Volkes während der sowjetischen Besetzung wider. Der Partnerschaftsvertrag lag inzwischen zur Unterzeichnung bereit und Raivis Anspaks und Jörg Gampe bestätigten die Verbundenheit von Salaspils und Finsterwalde mit ihrer Unterschrift.
Anschließend erfolgte der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Finsterwalde. Ich würde gerne wissen, wie er sich fühlt jetzt so im Moment. Ja. Tātad viņi vēlas noskaidrot, kā tu jūties. In Lettland ist es dein Spruch, dass Gutes kommt mit Warten. Und darum heute, wir haben unser Vertrag, Partnerschaftsvertrag unterschrieben. Also unsere Freundschaft war schon lange und jetzt haben wir das besiegelt, ja, mit Unterschrift auf dem Vertrag. Reibes Ansparks übergab seinem Amtskollegen Gampe zur Erinnerung eine Reproduktion eines Schmuckfundes aus dem ältesten Teil seiner Stadt. Ein weiteres Stück Salaspils ist jetzt in Finsterwalde.